Willkommen zu einem Solo Unlimited Money Glitch. Grüße gerne mal raus an Ian Luck, der gerade im Livestream zu mir gesagt hat, dass ich meinen Money Glitch machen soll. So. Was braucht ihr für den Money Glitch? Also, auf dem männlichen Charakter kauft ihr euch einfach die teuersten Apartments auf Platz 4, 5 und 6. Jetzt sind wir hier bei der Frau und machen das so. Hier kaufen wir uns jetzt so. Ihr geht zur billigsten Brand und geht auf niedrig und hoch. Kaufen wir uns jetzt hier auf Platz 4, 5 und 6 die billigen. Ich habe das jetzt schon gemacht. Müsst ihr nur schnell machen, was ihr bei den Charakteren, was egal ist. Ob was ihr auf Platz 1, 2 und 3 habt, ist vollkommen egal. Hauptsache auf Platz 4, 5 und 6. Und ihr braucht insgesamt 6 Garagen auf beiden Charakteren. Außerdem müsst ihr mit Michael schon in der Story so weit sein, dass ihr ihn einfach spielen könnt. Wir gehen jetzt einfach auf Online. Dann geht ihr Online verlassen. Entschuldigung, Ian, dass der Glitch bestimmt ein bisschen später rauskommen wird. Aber es dauert ja auch mal alles ein bisschen mit dem Laden. Ich hoffe, verzeihst mir. So. Ihr macht es auch einfach noch so, wenn ihr im Story-Modus spawnt. Geht ihr auf Options. Und geht auf Spiel. Spielladen. Speicherstand. Wir sehen uns live, wenn ich wieder gespawnt. So Leute, im Story-Modus gespawnt. Geht ihr einfach auf euer Handy und ihr braucht noch den Kontakt Acting ab. Um den Kontakt zu kriegen, wenn ihr noch nicht habt, geht ihr einfach mal einmal in den Rockstar Editor, geht von da aus in den Ressort-Modus, geht wieder raus, dann habt ihr den Kontakt. Wir machen das jetzt einfach genauso. Wir gehen am besten, bevor ihr in den Ressort-Modus geht, macht schon mal die Explosivmunition hier an. Jetzt gehen wir in den Ressort-Modus. Ihr nehmt euch jetzt einfach eine beliebige Waffe. Am besten irgendwas, sagen wir mal einfach eine Pistole oder eine Karabine oder eine Mikro-MP. So, ihr zieht jetzt mit der Waffe einfach auf den Boden und haltet Options gedrückt. In diesem Augenblick, wenn ihr schießt, macht den Finger einfach wieder von der Options-Taste weg. So Leute, bis ihr sonst schnell Feuer seht, wie bei mir. Jetzt geht ihr einfach auf Online und geht zur Charakterauswahl. Ihr habt gesehen, es ist explodiert und Michael stand einfach steif da. Genau so muss es dann bei euch aussehen. Ihr geht jetzt einfach auf den Männercharakter. Und jetzt ist es ganz wichtig. Hört ganz genau zu, wie ich das mache. Ich weiß nicht, ob es jetzt laut oder leise rüberkommt. Ihr schreibt immer, es ist leiser. Ich habe keine Ahnung, wieso. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Himmel. Und halten einmal das Pad gedrückt auf den Controller. Jetzt drücken wir viermal Kreis, zweimal Steuerkreuz nach oben und einmal X. Dann müsstest du diese Meldung bekommen. Achtung, bist du sicher, dass du den Rüstungsmodus verlassen willst? Dann bestätige es mit X. Ihr wartet jetzt einfach so lange, bis ihr diese Meldung bekommen habt. Und die akzeptiert ihr dann natürlich einfach. Und wartet, bis ihr im Story-Modus gespawnt sind. Wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, wir sind jetzt hier gespawnt und wie ihr seht, sind wir sogar mit einem Frauencharakter gespawnt. Ihr geht jetzt einfach auf euer Internet. Zu Dynasty 8. Geht einfach auf Billig Segment. Jetzt geht ihr zu niedrig und hoch. Und ihr seht, die billigen Garagen haben diesen Wert. Die ersetzt ihr jetzt einfach und bekommt einfach euer Geld.
schon mal nice. So, Leute, und so easy geht der Money Glitch. So, Leute, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall ein bisschen gefallen. Lasst gerne ein Like da für mehr Videos und dann schau und bis.